jetzt gerade in Bahrain gelandet. Es ist wunderschön hier. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt statt dem Videotagebuch so eine Art Vlog. Das ist jetzt der erste. Wir zeigen euch, wie das hier in Bahrain alles so abläuft. Wie ich mich vorbereite. Wir sind Wochenende vorher unten, machen noch ein bisschen Urlaub mit der Family, weil wir gar nicht wegkommen in Urlaub dieses Jahr, weil wir nur auf Rennen sind. Wir zeigen euch, wie das abläuft, wie ich mich vorbereite. Dieses Wochenende geht es um die Meisterschaft. Mal gucken, ob ich meinen Teamkollegen einholen kann, wie das alles so läuft. Ihr seid natürlich wieder dabei. Wir gucken, dass wir jeden Tag ein Video bringen und zeigen euch dann, wie das alles abläuft, wie ich mich vorbereite, wie es am Rennwochenende abläuft, die Trainings, die Ergebnisse. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich muss jetzt ins Fitness. Wir sind jetzt im Fitness, ich gebe jetzt Vollgas, in 3 Tagen geht's los, erste Training. Ich gucke jetzt nochmal, dass ich einfach meinen Körper auf Trab kriege, gesunde Ernährung, nochmal Vollgas geben. Es geht schließlich um die Meisterschaft und ich versuche einfach alles richtig zu machen, dass ich mir im Nachhinein keinen Vorwurf machen kann. Und so sieht es dann aus. Viele fragen sich bestimmt immer, wie sieht das Gepäck eigentlich aus, wie läuft das alles ab. Wir haben gerade das Gepäck bekommen, ich zeige es euch mal. Ich bin bekannt dafür, dass ich immer sehr viel Klamotten mitnehme, das gibt immer Ärger vom Papa. Rennschuhe, da habe ich ein Handtuch. Hier habe ich mir das jetzt so angeeignet, dass ich meine feuerfeste Unterwäsche beschrift für die einzelnen Tage. Anzug, ein Tape, was ganz wichtig ist, viel Powerdrink, dass man einfach fit und gestärkt ist. Oben drinnen dann Laufschuhe, Pulver, alles dabei. Handschuhe, ja, eigentlich wieder zu viel Klamotten, aber man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht darf man ja länger bleiben und Wochenende drauf nochmal ein Rennen fahren. Da bin ich auf jeden Fall vorbereitet und wir sehen uns später wieder. Tag ist vorbei, wir haben die Videos jetzt geschnitten, sind fertig, wir bringen jetzt alle 2 Tage ein neues Video und dann sehen wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen.